Also gut, dann im Interesse, dass wir pünktlich anfangen, hören wir dann jetzt von Telegnom und Ayuvo etwas von damals TM, wortwörtlich über das damals TM, denn ich glaube, es soll heute um die Zeit gehen und das Phänomen der Zeit und wie es überhaupt kam, wie es kam mit der Zeit, sodass es ist, wie es ist mit der Zeit. Deswegen viel Spaß und ihr könnt anfangen. Ja, danke lieber Herald und willkommen hier auf der Gulasch-Programmiernacht des Chaos Computer Clubs in Karlsruhe. Wir schreiben den 2. Juni 2019 bürgerlicher Zeitrechnung, darüber wird es auch gleich kommen. Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ich begrüße meinen heutigen Gast, nämlich den Telegnom. Hallo Telegnom. Hallo Ayuvo. Der Telegnom ist mir positiv aufgefallen durch eine Produktion anlässlich des Easter Hacks des Chaos Computer Clubs kürzlich, an der teilzunehmen ich krankheitsbedingt verhindert war. Und die hat mich so derart beeindruckt, weil ich sowas Ähnliches auch auf dem Zettel hatte, dass ich ihn gefragt habe, hey, das machen wir doch gleich nochmal in damals. Der Vortragstitel von dir war auch schön. Der hieß irgendwie Ein Augenblick, ein Stundenschlag, ja. 1000 Jahre sind ein Tag. Ja, schön. Und du hast mir gesagt, das sei von Udo Jürgens. Ja, das ist das war das Jingle oder Intro von dieser 70er Jahre Kinderserie. Mhm. Es war einmal der Mensch. Ja. Also heute wollen wir nämlich sprechen über die Zeit. Also so die Zeit an sich, das Zeiterleben, wo sie herkommt, wann man mutmaßlich angefangen hat, sie zu messen, wie man heute über sie spricht und was für Auswirkungen das heute noch hat. Denn darum geht es ja in damals TM. Und ein paar technische Artefakte kommen auch nicht zu kurz. Wir werden sogar ein paar Bilder zeigen, die ich für die Audiohörer dann in dem Blog zur Sendung unter damals-tm-podcast.de noch werfen und verlinken werde. So, die Zeit. Die Zeit, ja, das ist so eine Sache. Ne? Ja, eigentlich entsteht die ja nur durch unser Erleben. Also, ja. Und sie läuft definitiv linear ab und immer nur vorwärts. Also zumindest, wenn man nicht auf der Seabase ist, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, irgendwie örtliche Distorsionen im Zeitfeld. Genau, mal ausgenommen. Besonders, wenn jemand Gegenstände sucht, dann pflege ich immer zu sagen, sie sind schon hier, aber nicht jetzt. Mach eine Zeitreise und finde deine Dinge. Ja. Ja. Ja, aber machen wir doch mal eine Zeitreise so ein bisschen in die Geschichte der Zeit vielleicht. Mhm. Sehr gut. Also wir kennen das ja heute so aus dem Alltag noch irgendwie diese Wahrnehmung, dass wir einen 24-Stunden-Tag haben oder einen 2x12-Stunden-Tag. Mhm. Das ist alles nicht modern, das ist uralt. Dieser 2x12-Stunden-Tag ist mindestens seit dem antiken Babylon nachweisbar. Übers antike Rom und diese 24 Stunden sind seitdem durchgängig, zumindest in der, ja, wie beschreibe ich das jetzt, so dieser Kulturgeschichte, irgendwie Babylon, Griechenland, Rom, mhm, Europa, mhm, Amerika, irgendwie fest drin. Das ist unumstößlich, da kommen wir auch später noch zu. Es gab da Versuche in der Geschichte, das mal abzuschaffen und zu reformieren, das klappt nicht. Genau. Das ist keine gute Idee. Mhm. Die Babylonier haben als erste wohl damit angefangen, also die hatten, nach dem, was man so aus der Archäologie weiß, ein Zahlensystem zur Basis 60 verwendet, was ganz praktisch ist, wenn man keine Rechner hat, weil viele ganzzahlige Brüche, man kann mit zwei Händen bis 60 zählen, man kann jedes Glied von den vier Fingern benutzen und mit dem Daumen abzählen, dann kommt man bis 12, das Ganze kann man 5-mal machen. Und wir kennen das ja auch noch, ne, so, also ältere Generationen werden sich daran erinnern, dass man irgendwelche Sachen auch irgendwie im Dutzend oder gar im Schock kauft. Genau, Schock kauft. Ist dann 12x12. Ja, das ist auch noch, ne? Also 12er-System ist praktisch, wenn man keine Rechner hat. So andere Kulturen hatten auch 20er-Systeme. Ja. Die Franzosen und die Dänen zählen heute noch im 20er-System. Ja. Die Mayas hatten sowas auch. Und von den anderen wissen wir es nicht. Ich glaube, das gibt es schon viel länger. Wir wissen es nicht. Das kann durchaus sein. Mhm. Und definitiv diese moderne Zeiteinteilung oder diese Zeiteinteilung, ne, so, also haben wir ja heute auch so im sprachlichen Gebrauch mehr, dass man irgendwie sagt, morgens, vormittags, nachmittags, abends.
Das ist eine feste Einteilung, die gibt es seit dem antiken Rom. Das waren die vier Tageszeiten, die es gab. Es gab passend dazu noch vier Nachtwachen. Dadurch war der Tag im antiken Rom eigentlich schon gegliedert. Ne? Also viel genauer, es gab Stunden. Die bekannte ist die vielleicht noch die Sextae, die sechste Stunde des Tages. Die in den südlichen Ländern kennt man die heute noch als Siesta. Ist nämlich Mittag, da machen wir mal kurz Pause. Und jetzt fragt man sich, hey, die sechste Stunde ist Mittag. Ja, die haben damals noch angefangen, Tagesbeginn, die erste Stunde des Tages begann mit Sonnenaufgang und die erste Stunde der Nacht begann mit Sonnenuntergang. Jeden Tag, also ne, immer an dem konkreten Tag, was dazu führte, dass die Stunden unterschiedlich lang waren. Eben, also Zeit war ein extrem lokales Phänomen, das muss man erstmal festhalten. Was man also immer schon konnte, man konnte feststellen, wann steht die Sonne am höchsten, das ist irgendwie die Mitte, wann geht sie auf, wann geht sie unter. Und man muss vermuten in der Tat, dass die Frage der Betrachtung von Tageslängen und so weiter lange Zeit keine so große Rolle gespielt hat. Also im antiken Rom ist das nachweislich überliefert. In Rom selber, in der Stadt, schwanken die Stunden zwischen 44 und 75 Minuten. Und das entspricht ziemlich Jahreszeit. Genau den Tageslängenschwankungen in Südeuropa, genau. Die ja nicht so hoch sind wie bei uns. Ja, genau. Mhm. Ne? Und also das war auch, es gab halt, also die Stunde als Stunde war noch nicht definiert. Genau. Also es gab auch noch keine Minute damals. Das Konzept der Minute ist viel moderner. Mhm. Die kleinste Zeiteinheit, die es damals gab, waren so circa 5 Minuten, die man irgendwie mit Wasseruhren gemessen hat. Mhm, genau. Aber das ist Wasseruhren, Sanduhren, das war halt das, was man so hatte. Ne? Aber kein Alltagsding. Mhm, genau. Und nochmal ganz kurz auf diese vier Tageszeiten im antiken Rom zurück. Ne? Mhm. So, morgen Mahne, Abend Vesper. Mhm. So, und dann gibt es noch den Vormittag und den Nachmittag. Mhm. Ante Meridem, Post Meridem. AM, PM, da haben wir es. Richtig. Ohne Latein, genau, kein Englisch. Genau, da kommt es her. Romani et Domum. So, ja, wo sind wir denn da? Bei den Römern gerade wieder. Bei den Römern, ja. Genau, die Stunden hatten wir. Mhm. Ja, und von diesem antiken, von der antiken Hochkultur des antiken Roms ging es dann ja relativ schnell in dieses düstere Mittelalter. Was also ja zumindest hierzulande. Also, ich hatte bei meinem Vortrag damals so den Disclaimer vorne dran gestellt, so ich habe so eine eurozentrische Weltsicht, weil also im damals nicht ganz so finsteren Morgenland, die dann zeitweise weit vorne waren, hat man sich sehr intensiv mit dem Mond beschäftigt, was heute noch die Gläubigen in Bezug auf den Ramadan ein bisschen ärgert. Da kommt auch, also die Definition der Minute und Sekunde geht auf einen Herrn, seinen vollen Namen kriege ich nicht hin, er wird allgemein Al-Biruni genannt, hat um das Jahr 1000 gelebt und der ist der Erste, der das Konzept der Minute und Sekunde überhaupt postuliert hat. Das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis das überhaupt mal praktische Anwendung gefunden hat, weil man einfach noch keine Technik hatte, die Zeit so genau zu messen. Genau. Die erste Uhr mit Sekundenzeiger ist im Ende 1580, 85, so um die Zeit in Kassel aufgetaucht. Also zumindest die älteste, die erhalten ist, ne? Nee, die ist noch nicht mehr erhalten. Ach, das ist die erste belegte. Man hat nur einen Plan gefunden. Ja, man hat den Beleg, dass es sie gab, aber die Uhr selber ist nicht erhalten. Es reicht ja auch nicht. Minute, man denkt an Minus oder Minuend, also sozusagen das Eingeteilte. Nein, Pars Minuta und Pars Minuta Sekunda. Der erste verminderte Teil und der zweite verminderte Teil. Daher, ja, sehr gut. So, und warum man durch 60 teilt, wissen wir auch nicht so genau, oder doch? Nee, kann man spekulieren, es ist wieder leicht zu rechnen. Ja, genau. Und warum man das Erdenrund in 360 Grad beschreibt, ist auch nur schwer nachzuvollziehen. Weil man irgendwann mal gesagt hat, ein Kreis sind 360 Grad, aber das ist... Ja, warum 3x12 und nicht 4x, nicht? Ja, das weiß ich nicht. Das sind eben Pfadabhängigkeiten. Pfade, die man mal eingeschlagen hat, das ist wie unsere Querztastatur oder QWERTY. Einmal da ist sie schwer wieder auszurotten. Wir kennen ja auch so gewisse Standards in diesem Internet, die schlecht wieder weggehen. Und na, also wir sind ja noch so ein bisschen in der Antike gerade unterwegs, genau, in der Geschichte. Ja. So diese 360 Grad mit der Erdkugel, die begegnen uns dann später nochmal wieder. Dazu muss man erstmal wissen, dass es eine Kugel ist. Ne? Ja, das war damals bekannt. Nur es zu behaupten war zeitweise gefährlich. Das war später gefährlich. In der Antike war das kein Problem. In der Antike war das Wissen eigentlich, müsste das relativ bekannt gewesen sein.
Ach, mir ist der Name des Herrn entfallen. Hm. Ein griechischer. Einer von diesen Griechen? Ja, ja, einer von diesen antiken Mathematikern hat damals den Umfang der Erde auf 5% genau bestimmt. Also mit 5% Fehler zu dem, was reell ist, so indem er Schatten in Brunnen und an Stäben gemessen hat zur Sommersonnenwende. Ja, gar nicht so dumm. Also von daher, ne, also denen muss klar gewesen sein, dass es eine Kugel war, weil sonst hätte dieses Experiment einfach keinen Sinn gemacht oder diese Messung. Das war dann später so eher so, ne, zur Zeit von Galileo war das gefährlich zu behaupten, die Erde ist eine Kugel und vor allem sie steht im Mittelpunkt und so. Ja, und noch. Steht nicht im Mittelpunkt, Entschuldigung. Genau, ja, ja. Und noch ein bisschen später in Frankreich war das auch gefährlich mit Minuten und Sekunden. Aber da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Das war ja das war ja ganz, ganz schlimm. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Also Zeiteinteilungsversuche gab es und zwar eben nach Notwendigkeit. Lange Jahre hat es eigentlich gereicht, wenn man weiß, wann der Tag anfängt, wann er aufhört, wann ungefähr die Mitte ist. Ja. Und ja, gut, wo es dann losging, ist mit Entlohnung. Ne? Sobald man anfängt, Leute nach nicht mehr nach Werkleistung, sondern nach Zeitaufwand zu bezahlen. Ja, da brauchte man anfangs noch keine, also ne, das ging am Anfang, glaube ich, auch mehr so ein Tageslohn. Da gab es den Tagelöhner, genau, ja, ja. Genau. Ja. Also daher kommt auch das Wort Kalender, was wir haben. Das Kalendarium war nämlich früher die Lohnbuchhaltung oder das Buch, in dem die Löhne niedergeschrieben waren. Genau, an den Kalendern wurde aufgeschrieben und addiert, genau, ja. Mhm. Ja, aber Datum und Kalender, ne, das ist nochmal ein völlig eigenes Thema, aber wenn wir das jetzt noch komplett aufmachen, dann sitzen wir hier in 4 Stunden noch. Das Datum, das Gegebene, ja, genau. Ja, bisschen Latein hilft. Manchmal, auch wenn ich es gar nicht so gut kann, weil ich es nie hatte. Dare, do, didi, datum, geben. Damals. Ja, so als Altakademiker weiß man das noch. Ja. Wann wurde denn das mit der Zeit langsam wieder relevant und schwierig? Ja, relevant und schwierig wurde das so, naja, zu Beginn der Seefahrt, also zu Beginn der modernen Seefahrt. Also so, sagen wir mal so, Entdeckung der neuen Welt, TM. Also so um das Jahr 1500, was man ja gemeinhin auch mit Ende des Mittelalters, Beginn der Neuzeit so datiert. Ja, genau. Mhm. Ne, und da hatte man auf einmal so dieses Problem, die geografische Breite kann man relativ leicht bestimmen, da reicht irgendwie so ein Sextant und dann Sonne. Nimmt man mal so einen Winkel und dann weiß man ungefähr, wo man ist. Mhm. Die Länge ist aber ein Problem. Die Länge zu bestimmen ist schwierig und um die Länge zu bestimmen, braucht man eigentlich die genaue Differenz zwischen einem bekannten Ort und der Zeit vor allen Dingen an einem bekannten Ort und der aktuellen Ortszeit. Wenn man, ne, also wenn man eine Uhr hat. Ortszeit ist so definiert, 12 Uhr ist, wenn die Sonne am höchsten steht, das ist die Ortszeit. Ja, und die daraus abgeleitete Zeitskala. Und dann den Rest kann man ja davon, genau. Mhm. So die das Problem am dringlichsten hatten, waren dann relativ bald die Briten. Da gab es dann auch große Wettbewerbe der Admiralität, da mal vernünftige Uhren zu beschaffen, die ausreichende Ganggenauigkeit hatten, auch unter den rauen Bedingungen auf See über Wochen und Monate hinweg mit wenigen Sekunden Gangfehler über den Zeitraum hinweg konstant zu bleiben. Ja, so ist ja die Navigation dann auch eingeteilt in Grade, in Minuten und in Sekunden. Genau, das einmal geteilte und das zweimal geteilte. Ja. Und das gibt auch einen Zusammenhang. Vielleicht muss man das Prinzip dieser Chronometer-Navigation mal erklären. Genau, ne, also es ist immer so, wenn man sieht, also ne, meine Uhr, die ich in meinem Heimathafen, ich bleibe mal bei dem Beispiel der Briten, genau. In London auf die 12 Uhr Mittag, ne, auf 12 Uhr gedreht habe und ich bin jetzt irgendwo und messe meine Sonne. Meine Sonne steht genau um 1 Uhr am höchsten auf meiner Londoner Uhr. Dann weiß ich, ich bin 15 Grad davon weg. Warum 15 Grad? Naja, 360 durch 24. Genau. Habe ich 15. Und das wird uns noch ein paar Mal begegnen. Dieses plastischeres Beispiel vielleicht, wenn ich mit meinem großen britischen Segelschiff mit einer Londoner Uhr an Bord in den Pazifik segle und ich stelle fest, Ortszeit 12 Uhr, Sonne steht am höchsten und meine Uhr sagt mir, in London ist es jetzt Mitternacht, dann habe ich offensichtlich den 180. Grad, nämlich auf der genau anderen Seite des Planeten erreicht. Dann bin ich gerade auf der Datumsgrenze. Mit der Illusion, dass die Erde eine Kugel sei, die Schwerkraft überall gleich stark, aber da kommen wir noch drauf.
Ne, und eine perfekte Kugel und. Trotzdem muss man das mal erklären, aber, das wird den jungen Leuten heute ja in Physik ja, nicht mehr beigebracht. Aber man muss sagen, diese Deformation der Erde spielen dabei fast keine Rolle. Also der Fehler ist so gering. Diese geringen Fehler für die Navigation spielten die keine Rolle. Nee. Das kam später, aber da kommen wir noch drauf. Das war für die Navigation, das war so grob so, wir mussten mal grob die Linie finden, um irgendwie von London nach... Vielleicht noch Fun Fact dabei, also eine Seemeile, wo man sich mal fragt, sollen denn 1,853 Kilometer. Eine Seemeile ist halt definiert als eine Gradsekunde. Also ein Bogengrad geteilt durch 60 ist eine Gradminute, nochmal geteilt durch 60 ist eine Gradsekunde und das ist eine Seemeile. So kommt das alles. Das ist total praktisch, dass das so ist. Also die Seefahrt wird wahrscheinlich nie in absehbarer Zeit auf das metrische System umstellen. Nein, dann hätten die Franzosen Erfolg haben müssen mit ihrem 10-Stunden-Tag, aber da kommen wir auch noch drauf. Ja, und unabhängig davon, das ist einfach, also... Man könnte schon. Ja, aber es macht es komplizierter tatsächlich, solange du mit Seekarten arbeitest. Kompliziert ist doch super. Genau. Da kam erstmal das erste Mal dieses Problem auf, dass man genau gehende Uhren brauchte. Kurioserweise, die britische Admiralität hatte dann diesen Wettbewerb ausgeschrieben für diese genau gehenden Uhren. Der war mit unvorstellbarer Menge Geld dotiert. Ich habe den Betrag nicht mehr im Kopf. Mehrere tausend Pfund. Das war damals unfassbar viel Geld. Mehrere Lebenslöhne. Ja, genau. So wichtig war denen das Problem. Und sie dachten natürlich, dass irgendein britischer Uhrmacher dieses Problem löst und diesen Preis mitnehmen wird. Mhm. Tat es aber nicht. Es tat ein Zimmermann. Mhm. Aber ein Brite war er, ne? Ja, er war Brite. Das schon, ne? Aber ein Zimmermann löste letztendlich dieses Problem, baute diese ausreichend genau gehende Uhr und, die Admiralität verweigerte ihm sein Preisgeld. Weil er nicht Uhrmacher war. Weil er war ja kein Uhrmacher. das ging dann auch damals schon vor Gericht. Und er hat sich dann viele, viele Jahre immer wieder mit der britischen Admiralität vor Gericht getroffen, um so in Häppchen immer Recht zu bekommen. Mhm. Also als er gestorben ist, hatte der dann auch irgendwann mal den kompletten Betrag auf dem Konto quasi. Ja, die waren damals schon geizig. Ja, ja. Mhm. Das war so ein Sonderfall. Mhm. Ne? Also die Bevölkerung brauchte noch keine genaue Zeit so in der Masse. Ne? Bei der Gelegenheit, um mal das damals TM-Moment hier einzuführen, alte technische Dinge und wie sie uns beeinflussen, das war nun der wichtigste Grund, unbedingt eine genau gehende, zumindest tragbare Uhr im Sinne von portabel zu haben. Mhm. Von Armband- oder Taschenuhr war noch nicht so viel die Rede. So portable Uhren gab es schon für reiche Leute so. Aber das war der wichtigste praktische Grund, ne? Ja, und die über lange Zeit also kaum Gangfehler hatten, ne? Also es gab schon viel länger mechanische Uhren, aber die hatten so einen Gangfehler Minuten pro Tag. Ja, das war eine Frage der Materialwissenschaft. Ja, ja, das waren so diese Kirchturmuhren und so die ersten, ne? Die hatten unglaubliche Gangfehler nach heutigen Maßstäben. Da konnte man das ja noch mit Gewichten regeln, wie schnell und langsam sie gehen. Man brauchte aber materialwissenschaftlich erstmal Material, um eine Feder zu konstruieren, die über eine längere Zeit ein gleichmäßiges Zugmoment tatsächlich aufweist. Und das konnte man nicht. Da hatte man dann also sagenhafte Konstruktionen, wie zum Beispiel das mit Kette und Schnecke. Da hatte man dann also ein kegelförmiges Zahnrad, wo dann wiederum schneckenförmig so ein Kanal aufgetragen war und dahin durchging eine Schnur oder eine Kette im Uhrwerk. Und das bedeutete, je lahmer die Feder schon war, desto größer war der Hebel, mit dem diese Feder das Uhrwerk angetrieben hat. Und so hat man versucht, das einigermaßen auszugleichen. Aber natürlich schlug da auch die Materialermüdung zu. Die andere Möglichkeit war die der sogenannten Hemmung, was wir heute noch kennen. Wenn man so ein mechanisches Uhrwerk aufmacht, dann sieht man irgendwo ein Zahnrad, was durch so ein kleines sich bewegendes Teil immer wieder so am Weiterdrehen gehindert wird. Und dies zu perfektionieren, war eine Frage von Materialwissenschaft und Mikrotechnologie der damaligen Zeit. Und das ging halt vor 1600 so gar nicht und eigentlich erst ab 1700 so richtig gut. Ne? Ja. Ja. Da gab es auch interessante Berufe. So in London gab es junge Damen, die sind mit nicht Taschen, aber tragbaren, sehr genau gehenden Uhren, meistens solchen Marineuhren, durch die Gegend gelaufen und sie haben den Uhrmachern vom Observatorium in Greenwich aus die genaue Zeit verkauft. Also die sind nach Greenwich gefahren, genau, Zeit einstellen, überall rumgerannt und haben für ein paar Pennies die genaue Zeit weitergegeben. Also Zeitverteiler. Man muss da nämlich noch erzählen, ne? Also es war nämlich ja noch so das Problem, jetzt hatte man zwar vielleicht, man braucht ja noch immer als Bezugspunkt auch die genaue Zeit in seinem Heimathafen. Und zwar möglichst auf die Sekunde, weil das nämlich schon ein paar Kilometer ausmacht. Ja, und das Observatorium in Greenwich,
heute ja beliebter Touristenmagnet. Mhm. Die Einrichtung gibt es bis heute und sie wird auch bis heute benutzt. Also nicht, also ich glaube, es benutzt die kein Mensch mehr, aber sie wird noch bedient. Als Touristenattraktion. Genau. Und zwar auf dem Dach des Gebäudes ist so ein, naja, sieht ein bisschen aus wie ein Fahnenmast. Da hängt aber keine Fahne dran, da hängt so ein orangener Ball dran. Mhm. Der wird immer kurz vor 12 wird der hochgezogen an dem Fahnenmast und fängt so 3 bis 5 Sekunden vor 12 an, wieder runter zu, wird er herabgelassen. Wenn er unten ankommt, ist Schlag 12. Das war so für die Seeleute, ne? Die konnten dann so ihren Bootsmart oder so da mal vorbeischicken, so mit der Uhr und den den Chronometer mal bitte nachjustieren. Ja, der Mann, der die Uhr bedient, war der Chronometergast. Christliche Seefahrt. Ja, ja, ja. Begriffe der christlichen Seefahrt. Auch ein Kapitel für sich. Genau. Ja, also wir müssen, glaube ich, nochmal einen kleinen Sprung zurück machen. Mach doch, wir können auch in der Zeit reisen. Ja, ja. Also, so im Mittelalter, ne, hatten wir noch diesen, diese Sache, da war Zeit, so, oder auch noch zu der Zeit, wo so diese Seefahrt begann, für weite Teile der Bevölkerung völlig irrelevant, ne? Also Kaufleute kamen halt grob an, wenn sie ankamen. Mhm. Die kamen halt zur Frühjahrsmesse. Die ging halt im Zweifel 3 Wochen. Mhm. Weil man wusste halt nicht so genau, wann die da sind, wenn die irgendwie zu Pferde aus Mailand kamen oder so. Mhm. Oder gar zu Fuß. Das konnte dauern. Oder aus Indien. Mhm. Das zog sich halt. Und das Leben war, was das angeht, generell langsamer. Es gab noch eine Stelle, wo Zeit so ein bisschen relevant war. Das war im kirchlichen Alltag. Man brauchte irgendwie ein Maß, um die Stundengebete hinzukriegen. Na, aber das war auch so die einzige Zeiteinteilung, aber die war auch von Kloster zu Kloster völlig unterschiedlich und mehr oder minder willkürlich, weil Zeit einfach nicht die Rolle spielte. Das richtig relevant wurde, dass so mit Aufkommen der Post. Mhm. Die Postkutsche. Genau, weil die Post hatte ja die Eigenschaft, sie transportierte nicht nur Post, sondern auch Menschen. Mhm. Und damit kam erstmals das Problem auf, dass Leute entlang der Strecke der Postkutsche wissen müssten, wann die Postkutsche vorbeikommt, weil die wollte im Zweifel nicht einen halben Tag oder Tag warten, sondern die wollte ja zügig weiterfahren, weil ne, time is money. Genau. Das noch ein bisschen später, da kommen wir gleich drauf zu dem Genau, Bild. Rätsel. Und die Postkutsche hatten dann, ja, unter den Postkutschstationen hingen große Poster oder Plakate, wo angeschlagen war der Fahrplan, die lokale Zeit und die London-Zeit oder die jeweilige Referenzzeit der jeweiligen größeren Metropole, auf die sich das, oder die man, die Rückrechnung der Zeit, dass man das so zurück, die Umrechnung zu den nächsten Stationen auf jeden Fall. Ne? Man kannte halt noch keine globale Zeit, sondern Zeit war immer noch ein lokales Phänomen und sich vorzustellen, dass es an einem anderen Ort eine andere Uhrzeit hat, das war erstmal schon mal eine Transferleistung, die dem Normalbürger nicht so gleich einfiel. Nur weil man nahm halt so in der Regel seine Sonnenzeit am Ort. Ja, und man hatte den Kirchturm, der die Stunde schlug, das hatte man schon. Wenn man Glück hatte, hatte man da jemanden, der ein bisschen was vom Fach verstand, dann hatte man so übers Jahr die mittlere Sonnenzeit an dem Ort, aber alles auf den Ort bezogen. Mhm. Mit den Postkutschen kam da auch noch nicht so richtig die Lösung für das Problem. Die haben da mit ihren Umrechnungstabellen rumgehampelt und das hat funktioniert. Problematisch wurde es, als die Fortbewegung schneller wurde. Mhm. Mit Einführung so mit oder mit Aufkommen der Eisenbahn wurde das Problem dann richtig pressierend. Es gab noch ein Problem. Zeitgleich zur Eisenbahn wurde auch noch der drahtgebundene Telegraph gefunden. Ja, aber der hatte ja im Zweifel auch nicht so hundertprozentig das Problem. Mhm. Wenn halt die Glocke klingelte und es anfing zu tickern, kam halt die Nachricht. Ja. Das war noch nicht ganz so schlimm, aber die Eisenbahn hatte da wirklich ja auf einmal auch sicherheitstechnische Probleme mit. In der Tat, hattest du nicht so ein fieses Zugunglück? Ja, da muss ich gleich mal gucken, dass ich das Bild nochmal hier auf die Wand werfe. Was war das Problem der Eisenbahn? Die Eisenbahn hatte halt das Problem, man überwand jetzt in sehr kurzer Zeit, oder also für damalige Verhältnisse sehr kurzer Zeit, vergleichsweise große Strecken über viele Zeiten hinweg. Genau. Und also jetzt, so Eisenbahn 1845 brauchte hatte so 30 km/h oder so. Ja, ne, so
dass man da mal an Standardisierung der Zeit dachte, war dann so 1870, 1880, da fuhren die auch schon deutlich schneller. Da fuhren sie dann schon 100. Ja, ja. Ja. Mhm. Das war ja bis dahin unglaubliche Geschwindigkeit. Genau, eine unfassbare Beschleunigung. Ja, ja. Also man dachte ja zu Beginn der Eisenbahn auch noch, ne, das ist vielleicht gar nicht so gesund, Eisenbahn zu fahren, weil diese Geschwindigkeiten, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Ja, und die Luft könnte möglicherweise aus dem Waggon zurückbleiben und man müsste jämmerlich ersticken, ja. Also da gab es die wildesten Befürchtungen. Mhm. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Ja, guck mal ein bisschen. Ich klau auf jeden Fall mal. Genau. Also mit modernen Zeiten wurde die ganze Sache plötzlich relevant. Aber man musste nicht nur neue Technik einführen, sondern man musste auch das Bewusstsein der Menschen in gewisser Weise ändern. Denn auch Mitte des 19. Jahrhunderts war also der Privatbesitz von tragbaren Uhren noch gar nicht so weit verbreitet, war halt eine teure Sache. Also so eine Taschenuhr, das hatte der gewöhnliche Landarbeiter nicht unbedingt in der Tasche, wenn er aufs Feld ging. Und wenn er eine hatte, dann hat er sie zu Hause gelassen, weil das war ein kostbarer Besitz, der sollte ja nicht kaputt gehen. Das heißt, da hat man weiterhin gehört, wann im Dorf die Uhr denn nun 12 schlägt und dann war halt Mittagspause. Das reichte ja für diesen Zweck auch. Aber Eisenbahnfahren, das war die totale Pest. Also man konnte plötzlich mit 30 km/h eine Strecke von, sagen wir mal, 50 Kilometer überwinden und hielt zwischendurch 3 oder 4 Mal und an jedem Bahnhof war die Zeit anders. Mhm. Und ne, da gab's ja, das hier, genau. Das tragische Unglück, das war in den Vereinigten Staaten. Wann war das ungefähr? 1870, ja. 75 so. Also relativ früh. Relativ früh noch. Mhm. Und die beiden Züge sind frontal kollidiert, weil sie in den beiden Abfahrtsbahnhöfen, hat man ihnen Abfahrt gewährt, weil der Fahrplan sagte, ihr könnt fahren. Dummerweise hatten sie unterschiedliche Uhrzeiten, sie haben nicht drauf aufgepasst. Mhm. Traurig. Ja, das Zeitzonenphänomen. Ja, also ein verheerender Unfall und ein bisschen Beginn der modernen Journalistik, weil es mit eins der ersten Pressefotos so. Von so Unglücken ist. Ja. Das hat sich gelohnt, hat man festgestellt. Ja. Man konnte nämlich damals tatsächlich schon Schwarz-Weiß-Bilder in Zeitungen reproduzieren. Ja, da musste zwar vielleicht nochmal jemand mit Lithografie aufwendig tätig werden, aber irgendwie ging das. Wolltest du jetzt was von Darwin 1999 erzählen? Nee, nicht. Nee, später. Das gibt es nämlich auch im Modernen. Den heben wir uns auf. Sehr gut. Den heben wir uns auf. Okay. Genau, ne, so langsam kommt da so der Drang einer Vereinheitlichung auf. Die Eisenbahngesellschaften haben anfangs angefangen, einfach ihre eigene Zeit festzulegen, bis dann die öffentlichen Verwaltungen und zum Schluss auch die Politiker drauf gekommen sind, und das ist auch etwas Neues, dass Zeit politisch ist und dass irgendwelche Fürsten gesagt haben, Moment mal, in meinem Land gilt jetzt überall genau diese Zeit, Schluss jetzt. Dann hatte man plötzlich Zeitgesetze, Zeitbeauftragte, öffentliche Zeitmessstellen, die genaue Zeit rausgaben. Zum Beispiel der Hofastronom hatte plötzlich eine konkrete Aufgabe, nicht bloß Wahrsagen, sondern mal die genaue Zeit rausgeben. Ja. War ja immerhin mal was. Das waren also plötzlich politische Phänomene und natürlich gab es auch Streit um Zeitzonen. Wäre ja wohl noch schöner. Ja, ja. Genau, aber mit dieser Eisenbahn, ne? Also dann haben wir diese schöne Uhr, also für die Leute, die es vielleicht nur gerade hören und nicht sehen, es ist eine Uhr mit 3 Zeigern, einem kleinen Zeiger, 2 große Zeiger und der eine große Zeiger ist etwas blasser als der andere, aber genauso groß. Mhm. So mal, also wir haben ja hier gerade Live-Publikum. Hat jemand im Live-Publikum eine Idee, worum es sich bei diesen beiden Minutenzeigern oder bei diesen beiden Zeigern handeln könnte? Es wurde gesagt, eine 2-Zeitzonen-Uhr. Das ist quasi richtig. Mhm. Die Uhr hängt bis heute an der Börse in Bristol und sie zeigt einmal die lokale Zeit und einmal die Greenwich Mean Time, die damals neu eingeführt wurde. Ne? Also in England wurde dann irgendwann verpflichtend die Greenwich Mean Time eingeführt. Mhm. Also die durchschnittliche Sonnenzeit in Greenwich. Und ja, beim Bristol und in vielen anderen Städten fand man sich damit nicht so richtig ab. Ne? Man war ja weit weg und so ein bisschen braucht man ja noch seine eigene Zeit. Genau. Da war das dann ein weit verbreitetes Phänomen. Auch an Bahnhöfen übrigens, damals gar nicht unüblich. Es gab dann 2 Uhren, die offizielle Eisenbahnzeit und die lokale Ortszeit, wie sie immer gewesen war. Mhm. Da muss man aber aufpassen. Es gab einen Bahnhof, da gingen die Uhren konsequent 5 Minuten vor, damit die Leute verdammt nochmal pünktlich am Gleis sind. Auch das war damals dem lokalen Bahnhofsvorsteher überlassen. Und dass Eisenbahn mit einer einzigen Zeit funktioniert, sieht man heute noch sehr schön in großen Ländern. Ne? So bei den Russen geht der Fahrplan nach Moskauer Zeit, egal wo, komplett, weil sonst wird man wahnsinnig und muss man halt selber umrechnen. Nee. Was ist los? Ich muss gerade nochmal das Bild da Ein Bild.
Ich dachte, ich hätte das besser vorbereitet. Ach naja, das ist doch hier ein Podcast und nicht wie im Radio. Ja, ja, ich so, ne? Weil es gibt da aus deutschen Landen ein schönes Beispiel. Ein zumindest hypothetisches Beispiel. Mhm. Ah, der Bodensee. Ja, wir haben ja eine Karte vom Bodensee. Mhm. Da drin eingezeichnet Kreuzlingen in der Schweiz, Konstanz in Baden, Friedrichshafen in Württemberg, Lindau in Bayern und Bregenz in Österreich-Ungarn. Ja, also vor 1914 hatte man ein Zeitproblem. Genau, ne? Wer zugehört hat, ich habe irgendwie komische Länder benutzt, die es so nicht mehr gibt. Hat aber einen Grund. Die hatten nämlich alle ihre eigene Zeitzone. Weil es war ja politisch mit der Zeit. Also, und natürlich galt in Bregenz, weil nun mal Österreich-Ungarn, die Zeit von, ich glaube, Prag war, glaube ich, die. Ja, genau. Genau, die haben der Prager Zeit. Die folgten der. Also, ne, man hatte dann schon so grob sich geeinigt, dass man die. Dass man in den Ländern eine einheitliche Zeit hat, aber die Zeit war noch überhaupt nicht vereinheitlicht, so über Landesgrenzen hinweg. Mhm. Also, ne, wenn wir uns Bregenz. Also, in dem Beispiel, ne, Kreuzlingen nach Bregenz. Kommt man auf eine Zeitdifferenz von 28 Minuten, so für einmal über den Bodensee rüberfahren. So breit ist der Bodensee nicht. Also ne, das ist eine Strecke irgendwie von ein paar 50 Kilometern. Reichlich unpraktisch. Also kam dann sehr bald der Wunsch auf und der Drang, dass man das doch mal vereinheitlicht. Passierte dann auch. Also Vereinheitlichung von Zeitzonen war genauso ein politisches, auch wirtschaftspolitisches Thema wie Vereinheitlichung von Zolltarifen und sowas alles. Dass man eine einheitliche Zeit hätte über größere Räume, war überhaupt erstmal die Voraussetzung für Handel mit Eisenbahn und sowas. Also ne, was so die Wirtschaft hatte da ein Rieseninteresse damals schon. Und die konnten ja Druck machen. Auch an so Vereine, an Vereinheitlichung und überhaupt auch mal normierte Größen zu haben. Genau. Heute ist ja in Deutschland die PTB für die Feststellung, also die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, für die Bestimmung der Referenzgrößen verantwortlich und auch international eigentlich ein recht bedeutendes metrologisches Institut. Die wurde im Kaiserreich gegründet, maßgeblich auf Betreiben eines gewissen Herrn Werner von Siemens. Der hatte da nämlich Interesse dran, dass man das mal vereinheitlicht und irgendwie durchnormt. Und ja, so richtig wollte man da nicht und man hatte da so jemanden, der da potenziell Direktor werden könnte und so und auch Wissenschaftler fanden das alles eine gute Idee, aber es fehlte so ein bisschen am Geld und Siemens war das so wichtig, dass er sagte, hier, weißt du, Wilhelm, du, kein Problem, ne, also Baugelände, ich habe hier einen Garten, mach. Also, ne, das erste Institutsgebäude wurde wirklich im Garten von Siemens gebaut. So wichtig war denen das. Das kulminierte dann 1884. Da haben sich dann doch immerhin schon mal Vertreter aus 25 Nationen in Washington getroffen zur sogenannten Internationalen Meridiankonferenz. Da ging es eigentlich ein bisschen um was anderes. Und zwar, man wollte eigentlich mal dieses Problem lösen. Naja, Frankreich hat einen Nullmeridian, der läuft durch Paris. Portugal hat einen, der läuft irgendwie durch so eine Insel im Atlantik. England hat diesen Nullmeridian in Greenwich. In Deutschland gab es die Mittagslinie von Görlitz. Ja, also so jeder König, Kaiser, Monarch, der was auf sich hielt, hatte halt so seinen eigenen Nullmeridian. Genau. Da irgendwie diese Zeit, wie wir schon festgestellt haben, vorhin so ein bisschen mit dieser Erde zusammenhängt und dem Nullmeridian, war das relativ wichtig, sich da erstmal zu einigen, dass man sich auf einen Nullmeridian verständigt. Das ist dann tatsächlich auch 1884 passiert. Am 13. Oktober, der Greenwich-Meridian wird international als Nullmeridian anerkannt, Klammer auf, bis auf Frankreich, die haben noch bis 1900 gebraucht, Klammer zu. Und in dem Zug hat man auch gesagt, dass die mittlere Sonnenzeit am Nullmeridian, also die Greenwich Mean Time, zu der Referenzzeit für die Welt wird. Daran richten wir unsere Zeiten aus und man hat daraus eigentlich auch direkt das Modell der Zeitzonen abgeleitet, ne? Dass man sagt so, okay, alle 15 Grad weiter
ist die Zeit eine Stunde weiter fortgeschritten, also machen wir da mal besser eine Zeitzone. Die waren noch nicht so fein ausjustiert und haben sich auch in der Geschichte und ändern sich auch ständig. Also diese Zeitzonen, die wir heute kennen, sind überhaupt nicht stabil. Wir haben dann nachher noch ein paar schöne Beispiele. Ja, ja, da gibt's Wunderbares. Mhm. Das hat mich also fürchterlich aufgeregt, um mal die Relevanz von heute klarzumachen, als dieser sagenhaft tolle Vorschlag aus den Bürokratenreihen der Europäischen Union kam. Ja, liebe Länder, sucht euch mal aus, wir wollen jetzt mal die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit wieder abschaffen. Da hatte man sicherlich an die Leute gedacht, die da irgendwie Probleme mit haben und auch an die armen IT-Schaffenden, die immer dieses Umstellungsproblem haben. Woran man nicht gedacht hatte, ist, dass man dann mehr Zeitzonen braucht. Mhm. Denn diese Umstellung plus minus eine Stunde hat dafür gesorgt, dass man ein relativ breites Gebiet in Breitengraden mit einer einheitlichen Zeitzone versehen kann, ohne dass es dann plötzlich irgendwo erst um morgen vormittags halb elf hell wird oder abends schon um halb sieben dunkel oder sowas. Und wenn man diese Flexibilität nicht mehr hat, ja, dann wird man wohl Europa in mehr Zeitzonen einteilen. Meine Prognose ist 3. Wir werden in der mittleren landen. Und ja, also es wäre, wenn man sich reine Karte anguckt, sinnvoll, kommt man auf 3. Ja. Wir haben von minus 7 bis plus 7 Grad, also von 7 Grad West bis 7 Grad Ost irgendwie eine Zeitzone. Mhm. Die nächste von 7 Grad Ost bis etwa 20. Ja, also 0,5 immer, ne? Weil wir müssen ja auf 15 kommen. Und wenn wir uns angucken, wo Deutschland so liegt, der 15. Längengrad läuft halt quer durch Deutschland. Ja, ziemlich genau durch Görlitz, ja. Daher hatte man das. Genau. Jetzt ist so, ne, 1884 irgendwann mal festgelegt, so wir haben diese mittlere Sonnenzeit aus London, benutzen wir international als Referenz. Ungefähr 10 Jahre davor oder 9 Jahre davor ist noch was passiert. Und zwar gab es ein Treffen in Paris. Da wurde das Bérin International de Points et Measurement, mein Französisch ist grottig, Entschuldigung, ja. Also internationales Büro für Gewicht und Maßwesen gegründet. Und zwar am 20. Mai. Deswegen ist auch seit diesem Jahr, dem 20. Mai, sind die ganzen Einheiten neu definiert. Genau. Na, das wurde letztes Jahr beschlossen und man hat aber bewusst, weil Jahrestag der ersten Definition der Einheiten hat man die jetzt auch zum 20. Mai. Also auch definiert. Heute noch Zeit und andere Maßeinheiten sind Politik. Ja, ja, ja. Damals hat man auch noch gesagt, eine Sekunde ist ein 86.400stel des mittleren Sonnentags. Ein Problem, man hat vergessen zu definieren, was der mittlere Sonnentag ist. Man hat vergessen zu definieren, wo genau, bei welcher Schwerkraft und ohnehin so. Genau, das hat man dann später nachgeholt. Muss ich mal gerade überlegen, wo wir weitermachen. Haben wir viele Einstiege, ist ja ein Podcast. Ja, ja, ja. Können auch ein bisschen rummeandern so. Genau. Und dann gab es so Zeitzonen. Ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil das ist so ja Gegenwartsproblem eigentlich, ne? Nee, das Zeitzonenproblem war auch damals schon in höchstem Maße relevant. Ja. Also wenn Leute aus Schabernack und politischen Gründen eine Zeitgrenze ja. einführten, war das schon eine dumme Sache. Gab es mit Sicherheit, ja. Aber so, man hatte dann so langsam das Problem, ne, so diese, also tatsächlich wurde bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts rein, so die Zeit bestimmt durch zwar immer genauer werden und mit unglaublicher Präzision durchgeführte, aber immer noch durch astronomische Beobachtungen. Da mussten immer noch Leute durch Fernrohre gucken und irgendwelche Sterne beobachten, wann die wo vorbeiziehen. Das musste mal weg, ne? War nicht mehr praktisch. Das ist nicht praktikabel, vor allem, wenn man das international vereinheitlichen will. Das ist dann so in den 1950ern kam dann so die Erfindung der Atomuhr auf. Man hat dann irgendwann mal festgestellt, dass man ja so eine Grundschwingung in Cäsiumatomen relativ gut zählen kann, wenn man dann irgendwie mit Mikrowellen drauf brät. Und dann ist man irgendwann zu dieser grandiosen Definition gekommen, dass eine Sekunde der 192.631.770-fache Teil der Periodendauer der Strahlung dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nukleids Cäsium-133 entspricht. Das Hyperfeinstrukturniveau, ja. Das klingt wie aus dem Esoterik-Katalog. Ja, ist aber sind quantenmechanische Übergänge. Das Hyperfeinstrukturniveau. Ja.
Ja, und seitdem zählt man die und das ist auch nicht an die Erde gebunden. Ne? Das kann man überall im Universum machen. Ob ich auf dem Jupiter bin und die Dinger zähle oder auf Alpha Centauri, das ist egal. Das ist von der Erde entkoppelt. Apropos, sollten wir den Leuten verraten, dass es mehr als einen Planeten mit Zeitmessungen gibt? Und Ja, könnten wir, ne? Könnten wir. Ja, also, ne, wir oder ist das geheimes Geheimwissen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, so steht in der Wikipedia. Also gibt tatsächlich, ne, also man hat gemerkt, wir haben ja eigentlich zwei bevölkerte Planeten in unserem Sonnensystem. Auf der Erde wohnen irgendwie 7 Milliarden Menschen und auf dem Mars aktuell, ich glaube, zwei Rover und ein Roboter oder so. Genau, wie viele davon sind heil? Oder ich glaube, die sind aktuell 2 oder 3 gerade. Ne? 2 gehen gerade, aber auch nicht ganz sicher. Und man hat sich dann tatsächlich lange überlegt und hat auch gesagt, so ja, für die Mission, ach, wir nehmen einfach die mittlere Sonnenzeit am Landeort, das passt. Ne, und selbst, ich weiß nicht, Curiosity oder ist der andere so furchtbar weit gefahren? Einer von den beiden Mars-Rovern hat ja einen Marathon absolviert. Genau, ist irgendwie 1000-mal länger gefahren, als er gesollt hätte. Ja, der sollte irgendwie ein paar Monate und ist dann irgendwie einen Marathon gefahren. Bei denen hat man immer noch gesagt, ne, das ist so lokal beschränkt, wir lassen das auf der Ortszeit laufen, das passt schon. Man hat dann aber auch schon relativ bald festgestellt, es wäre auch auf dem Mars cool, wenn man das mal irgendwie standardisiert. Und naja, man hatte die gleichen Probleme wie auf der Erde. Hi, wir brauchen einen Nullmeridian. Das Problem hat der Herr Ciaparelli. Herr Ciaparelli ist der mit der Sonde. Ja, das ist der mit dem Schrapnelli. Genau, der später in Schrapnelli umgetauft wurde, aus Gründen. Ja. Genau, der hat einfach mal gesagt, ja, da gibt es so einen Krater, das ist dieser Airy-Krater, der ist nach dem britischen Astronomen George Biddle Airy benannt. Da legen wir einfach den nullten Längengrad durch, so null Meridian auf dem Mars, zack, fertig. Später haben dann irgendwie so die ersten Sonden, die beim Mars vorbeigeflogen sind, festgestellt, ja, das ist gar nicht ein Krater, das sind zwei. Legen wir den Nullmeridian mal durch den kleineren von den beiden. Das ist genauer. Also die zukünftigen Marsbewohner werden sich noch richtig ärgern über diese historischen Momente. Ja, ja. So, ne, da hatte man das System auf dem Mars und dann hatte man so ein Problem, was man auch auf der Erde hatte. Naja, dann haben wir gesagt, okay, wir machen sowas wie die Greenwich Mean Time, wir nehmen die mittlere Sonnenzeit an diesem Krater und so und definieren die. Wie haben die das mit der Stundenzahl gelöst, auch so alles kopiert? Ja, ja, das ist es gibt 24 Marsstunden. Ja, ja, das ist, die Jahreszeiten sind furchtbar. Die sind nämlich unterschiedlich lang, weil die Bahn deutlich exzentrischer ist. Ne? Aber die Eiern. Also kriegen wir später. Zeit auf dem Mars wird ein neuer Podcast. Das wird ein völlig anderes Thema. Und dann hat man auch da gesagt, so, wir machen jetzt hier, ne, so ein 86.400 des mittleren Sols auf dem Mars ist halt eine Marssekunde. Ist eine Marssekunde. Und naja, rollen das ja immer über den Mars aus. Da hat man was festgestellt, das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Dann hat man nicht, auf der Erde hatten wir dann ja auch gesagt, so, wir machen hier so eine konstante Zeitskala und so. Und dann hat man ja irgendwann dummerweise festgestellt, die Erdrotation ist gar nicht so konstant. Die ändert sich ein bisschen. Genau. Und die Erde eiert. Ja. Also sie ist auch nicht ganz rund. Ja, also ich komme aus Frankfurt und in Frankfurt haben wir den wunderbaren Dienst sitzen, der mittlerweile leider nicht mehr so heißt. Der hieß aber früher Erdrotationsdienst. Das ist irgendwie super, oder? Ein unglaublich toller Name. Eine öffentliche Stelle. Wo arbeiten Sie? Beim Erdrotationsdienst. Genau, wir sorgen dafür, dass hier... Nein, es sind nicht die mit der Kurbel. Ne? Ja, genau. Mittlerweile heißen sie Internationale Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme, was aber bei weitem nicht mehr so schön ist wie Erdrotationsdienst. Stimmt. Und was machen die? Die messen, wie schnell, ne? Die messen die Erdrotation tatsächlich und melden das an dieses internationale Zeitbüro, was man damals in Paris eingerichtet hat. Büro international durch irgendwas, ja. Und ja, daraus hat sich dann irgendwann, jetzt sagen die so, ne, so die Erde läuft mal wieder ein bisschen zu schnell oder zu langsam und wir müssen da mal langsam jetzt kommst du auf die Schaltsekunde vornehmen. Ja, noch nicht ganz, ne? Okay. So, und dann hat man festgestellt, so die Zeitskalen driften immer ein bisschen weg. Und das ist das falsche Bild. Ich brauche dieses. Das. Ja, wir werden die Bilder in die Shownotes. Ja, die Bilder schmeißen wir in die Shownotes. Uch, nein, das ist auch falsch. Nein, das kommt später. Verdammt. Ja. Entschuldigung. Da muss der liebe Ayuvo gleich mit... Nein, das Bild will ich haben, aber in groß. Wenn ich jetzt meine Software bedienen könnte, wäre das ein Traum. Moderne Technik dient dem Menschen.
Ja, okay. Bevor ich mir jetzt hier einen abbreche, ich lese einfach mal vor. Announcement of DUT 1 from May 2nd, 2019, 0 hours UTC, until further notice, the value of DUT to be disseminated with the time signals will be DUT 1 equals minus 0.2 seconds. Das ist der sogenannte Bulletin D. Der kommt so, ja, steht auch drin, ne? Der ist rausgegeben am April, der ist im April rausgegeben, ist ab Mai gültig. Der nächste kommt erscheint im September. Mhm. Und da wird immer die Differenz zwischen der UT1 und der UTC verkündet. Die UT1 ist die mittlere Sonnenzeit, vereinfacht gesagt, und die UTC ist die koordinierte Weltzeit, die wir eigentlich so benutzen, die wir auch kennen im Alltag. Das, was meistens fälschlich mit GMT identifiziert wird. Genau, ne? Also das ist zum Beispiel, wenn in Mail-Headern steht immer GMT drin, so und so viel Uhr GMT wurde die Mail geschickt, die meinen aber nicht GMT, die meinen UTC. Weil GMT ist die mittlere Sonnenzeit in London, die UTC ist davon entkoppelt, weil die Erde nicht perfekt rund ist, ist kein Rotationsellipsoid ist ein Rotationsellipsoid und keine Kugel und mehr so eine Kartoffel und hat abgestumpfte Pole. Und um dem allen gerecht zu werden, hat man das dann mal weggesplittet, ja. Mhm. So, und wenn dieser Wert zu groß wird, ne, also wenn der so 0,5 Sekunden in eine Richtung überschreitet, muss ich das Bild, dann passiert das. Ah, das so. Beater C43, genau, merkt es euch. Dann wird das, ne? Nicht nur A38, nee, nein, C43. Nee, Beater C, ja, ist immer das, was die Schaltsekunden ankündigt. Ah, und jetzt geht's los. 2012, also das ist tatsächlich das Bulletin, was mich irgendwie dazu bewegt hat, mich mal mit diesem ganzen Zeitwesen zu beschäftigen, hat wer zu dem Zeitpunkt großartig irgendwelche Linux-Systeme administriert hat, wird dieses Datum mit Schrecken in Erinnerung haben. Da sind nämlich massenweise Linux-Kernel gecrashed, weil da gab es so ein Problem irgendwie in einem Timer, der nicht so ganz richtig dieses Update-Intervall bekommen hat und dann diese Schaltsekunden nicht sauber verarbeitet wurde. Und es ist ja auch ein bisschen komisch, da steht nach 23 Uhr 59 Minuten 59 Sekunden wird es 23 Uhr 59 Minuten 60 Sekunden und danach 0 Uhr 0 Minuten 0 Sekunden. Das kann einen ja verwirren. Das ist auch verwirrend, ne? Das ist also das ist absolut nicht, das ist nicht das, was man erwartet. Man muss leider mal erklären, also die Schaltsekunde ist dafür da, das Messverfahren an die tatsächliche Erdrotation anzupassen. Genau, genau, ne? um diesen Gangfehler da wieder auszugleichen. Da kannst du mir gerade mal meinen Laptop-Sound ein bisschen hochdrehen? Laptop-Sound, aber gerne. Ja, ja, weil ich habe dazu auch ein schönes Audiobeispiel dabei. Und dann los. Ja, 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 ja. Your attention, please. At the recommendation of the International Time Bureau, a leap second will be inserted into the time broadcast of radio stations WWV, WWVB, and WWVH. Commencing at 23 hours, 59 minutes, 60 seconds, UTC, on December 31st, an extra second will be inserted into the NIST time scale. This adjustment is required to maintain internationally coordinated universal time in close agreement with UT1 or astronomical time. Tja, ja, Zeitansage. Genau, nee, das ist nicht die Zeitansage. Nein. Also ne, in Deutschland kennen wir den DCF77, den Zeitzeichensender, der die Funkuhren stellt. Mhm. Das ist das amerikanische Äquivalent dazu. Ah. Nur die übersprechen ihr Signal regelmäßig. Ah. Also die senden das Signal ein bisschen ab und übersprechen das noch mit Klartext, also mit, ne, mit übersprechen das halt. Ja. Und die übersprechen auch immer die Stundenmarke und also die Stundenmarke genau nicht, sondern in den 7 Sekunden davor erzählen sie, was es gleich für eine Zeit wird. Ah. Da sollten wir nochmal reinhören, weil da sagen die nämlich auch was Interessantes, was immer nicht so offensichtlich ist. Ja, geht los. At the tone, 0 hours, 0 minutes, coordinated universal time. Next. Okay, ne? Sie sagen, Coordinated Universal Time. UTC. UTC. Kriegt jemand die Abkürzung hier im Saal zusammengepasst, wie man von UTC auf Coordinated Universal Time kommt? Also Coordinated Universal Time ist übrigens richtig, ne? Das wäre ja CUT. Ja,
Da meldet sich jemand? Naja, Französisch. Nein, es ist nicht. Der Vorschlag war, es wäre Französisch. Nein. Es ist nicht Französisch. Genau, es ist nicht, der zweite Einwurf, und nicht Englisch, das ist richtig, es ist bewusst nicht Französisch und nicht Englisch, die Abkürzung, damit sich da keiner bevorteilt sieht. Provoziert fühlt. Ja, ja. Also, ne, aujourd'hui, le bombe atomique wäre ja, das ja. die Antwort. Hm? Also, ne, es gibt dann auch noch die TUC, nee, ja. International Cordonné. TAI. Nee, in Französisch wäre es halt Temps International Cordonné. Temps universel coordonné, und damit das halt, ne, damit sich da keiner bevorzugt fühlt, hat man bewusst die Abkürzung genommen, die keinen Sinn ergibt. UTC. Genau. Ja, ist doch schön. Ja, ja. Genau, ne, und dann ist hier noch in diesem Bulletin die Rede von der International Atomic Time. Naja, man hat irgendwann in den 60ern die Atomuhren loslaufen lassen. Hat die international, koordiniert die seitdem international? So an dieser internationalen, an der TAI, der internationalen Atomzeit, die dann übrigens französisch ist, ne, weil das ist einfach Temps Atomique International. Da tragen so 60 meteorologische Institute weltweit ihre Zeit zu bei. Früher übrigens physisch, da sind also wirklich beschlipste Physiker mit großen Koffern in Sonderflugzeugen um den Globus geflogen und haben die Zeit transportiert. Damals fiel ihnen noch nicht auf, dass der Transport selber zu einer Abweichung führt. Mhm. Ja, den Fehler hat man später nochmal gemacht mit diesen, mit diesen beschleunigten Uhren. Genau, und so 60 Stück, die wird gemittelt, ein bisschen gewichtet, so je nachdem, wie zuverlässig das Institut ist, wie sehr deren Zeit generell jittert, wie gut deren Uhren sind. Und daraus wird dann diese Tai gebildet. Und die Tai läuft einfach geradeaus. Ne? Das ist immer tick, 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 tick. Die kennt keine Schaltsekunden. Die kennt keine irgendwelchen unregelmäßigen Erdumläufe. Die läuft einfach geradeaus. Die läuft einfach immer weiter. Hat man einfach gebraucht für langläufige Experimente. Es ist halt wahnsinnig unpraktisch, wenn man da Schaltsekunden drin hat und so. Und deswegen wird auch immer abgegeben die Differenz von der UTC und TAI. Genau. Ne? Also bislang, wir haben da noch ein Kuriosum, wir haben bislang immer nur positive Schaltsekunden gehabt. Also dass es eine 61. Sekunde in einer Minute gab. Es kann theoretisch auch negative Schaltsekunden geben, also dass es eine Minute nur 59 Sekunden hat. Damit hätten wir aber ein großes Problem. Die Sender vom NIST, der DCF-77, alle NTP-Implementierungen, die so vorhanden sind, können alle nur positive Schaltsekunden verbreiten. Minus geht nicht. Minus geht nicht. Schade. Ja, macht euch einen Kopf. Ja. Ist auch unwahrscheinlich, dass es passiert, aber es ist nicht ausgeschlossen. Genau. Wenn durch eine bedauerliche Schwerkraftänderung sich irgendwie die Drehung verändert, dann sind wir alle dran. Genau. Ja, zu solchen Problemen kommt es, wenn man sich plötzlich für sehr kleine Zeitintervalle interessieren muss. Das ist natürlich auch die nächste technische Revolution. Ne? Also die sekundengenaue Uhrzeit, die braucht man spätestens seit Telefon, Telegraph, Eisenbahn. Und die noch genaueren Dinge eigentlich erst so seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, dann aber sehr dringend. Ja, ich glaube. So, Raumfahrt, Flugnavigation, ganz wichtig. Ja, so, ne, also das kommt so ab 1950 etwa. Ja, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Mit LoRaN C wurde das dann relevant. Ja, genau. Ne, weil da hatte man an Land Sendeanlagen stehen, die eigentlich nur auch ein Zeitzeichen mehr oder minder gesendet haben, konstant. Und naja, es waren mehrere so in Ketten irgendwie, die zusammenhingen und dann hatte man so Hyperbeln und wo die sich schnitten, wusste man, wo man ist. Ja. Konnte man rausfinden. Hyperbelnavigation. Gibt es, glaube ich, bis heute LoRaN C. Durchaus möglich. Ein schönes altes Protokoll, was niemals ganz stirbt, wie immer. Genau. Ja, wir schweifen noch nicht mal ab. Nee, noch gar nicht so schlimm, ne? Nö. Ja, und dann kam ja irgendwann, jetzt hatte man irgendwie so über Funkzeit verbreitet und so, und dann kam ja irgendwann die Raumfahrt dazu und dann kam man auf die Idee, wir könnten ja so Satelliten ins All befördern und irgendwie die ein hochgenaues Zeitsignal senden lassen und aus den Signallaufzeitunterschieden könnte man wissen, wo man ist. Ja, das wusste man schon recht früh. Eine Sache hatte man nicht bedacht. Genau, ne? Dass also, Einstein nämlich wirklich recht hatte. Ja, also GPS hat auf die harte Tour bewiesen, dass Einstein recht hatte. Die Physiker haben so gesagt, ne, hier Ingenieure, baut uns mal so Satelliten und übrigens die Atome müssen so einen kleinen Tick langsamer laufen, weil sie dann ja beschleunigt
laufen werden. Nee, sie müssen einen kleinen Tick schneller laufen, weil sie dann beschleunigt sind. Genau. Und dadurch einen kleinen Tick langsamer laufen. Und die Ingenieure haben gesagt, hä, was wollt ihr? Ja, wir bauen hier eine Atomuhr. Ja, schade. Genau. Die ersten GPS-Satelliten mussten mit einem Korrekturfaktor versehen werden. Ups. Ja, weil die Zeit da oben nun mal ein bisschen schneller verläuft. Ja, und ne, also ich meine, der Jahr 2000-Bug stand ja schon vor der Tür, als GPS geplant wurde. Ja, man konnte ihn vom Weiten sehen. Ja, ne? Das war so Mitte der 80er Jahre. Ja, man konnte auch so absehen eigentlich, dass dieser Unix-Timestamp irgendwann mal überlaufen wird. Das konnte man auch schon sehen. Die meisten wussten nichts davon. Ja, ja. Na, haben sich nichts dabei gedacht. Man hat das auch getrost ignoriert, auch bei GPS. Mhm. Vor ein paar Wochen ist die erste Generation GPS-Empfänger unbrauchbar geworden. Komplett. Die hatten nämlich einen 10-Bit-Counter. Mhm. Oder die ersten Satelliten haben das Signal auch 10-Bit kodiert geschickt. Schade. Ist übergelaufen. Ja, und jetzt ist vorbei. Die sind jetzt bricked, oder ja. Wie? Ja, ja. Also die wirklich Hardware waren, ne, die jetzt keine, die, wo man die Firmware nicht updaten kann, die sind bricked, wo man die Firmware updaten kann, den kann man sagen, ja, es gab einen Time-Rollover. Mhm. Man nennt das vor dem Rollover. Mhm. Und den kann man sagen, ne, so übrigens ist es wieder, ihr müsst jetzt hier einfach weitermachen. Hm. Ja, also sobald der Empfänger eine zweite Zeitquelle hat, also wenn man dem noch irgendwie sagen kann, übrigens, es ist das Jahr 2019 und wir haben irgendwie Mai oder Juni jetzt, dann ist das alles okay, weil dann kommt der mit dem Rollover klar. Mhm. Nur wenn der das nicht hat, weil es so ein kleiner Taschenempfänger ist, der nur einen Ein- und Ausschalter hat. Mhm. Schade. Jo. Genau. Was haben wir noch? Ja, genau. Und ne, also dann haben ja auch irgendwann die Russen mal gemeint, sie müssten so ein Navigationssystem auf die Reise bringen. Stimmt. GLONASS. GLONASS. Was wir alle in unseren Handys haben, weil die sonst in Russland nicht verkauft werden dürfen. Ja. Und was einen Riesenvorteil hat gegenüber GPS. Nämlich? Die Lokalisierung. Also GLONASS ist ungenauer als GPS. Mhm. So Größenordnung 100 Meter genau. Mhm. Ist aber wahnsinnig schnell. Also so einen richtigen GPS-Fix, wenn man keine Referenzzeit hat und nichts, dauert so 1,5 Minuten ungefähr. Also bis der überhaupt erstmal die nötigen Informationen bekommen hat und weiß, dass er sich jetzt hier seine Zeit ziehen kann. Das hat man heute alles wegoptimiert, ne? Die Dinger haben eigene Uhren, dann wissen die schon, die haben die Codes vorberechnet, die können vorberechnen, die wissen grob, wo sie zuletzt waren und gucken dann so, okay, erwarte ich dieses Bitmuster? Ja, das Bitmuster passt, okay, dann arbeite ich damit. Das hat man alles wegoptimiert. Aber wenn die nackter GPS-Empfänger ohne Hilfshardware drumherum braucht ewig. Mhm. GLONASS nicht, weil die einfach wesentlich weniger Daten senden müssen dadurch. Dafür sind sie halt ungenauer. Und die haben sich das auch gelöst. Ne? Ayuvo hatte das ja vorhin auch schon hier, Eisenbahn in Russland. Ne? Man nutzt Moskauer Zeit, macht GLONASS auch. Die laufen auf Moskauer Zeit, der sogenannten UTC-SU plus 3 Stunden. Nämlich sie benutzen auch nicht die UTC, die irgendwie aus der TAI abgeleitet wird, so wo mehrere Institute beteiligt sind. Sondern nur die vom Kurchatov-Institut. Nur das Kurchatov-Institut und die plus 3 Stunden und das ist das, worauf ihre Uhren laufen. Siehst du, so einfach kann es sein. Man kann sich das einfach machen. Zeit als Phänomen, moderne Technik und Geräte. Ja. Die Europäer haben es noch einfacher gemacht, ne? Wieso? Achso, man muss sagen, ne, die GPS-Satelliten senden nicht die UTC. Die senden die UTC mit einem variablen Offset oder die GPS-Zeit entspricht TAI minus 19 Sekunden. Was einfach daher kommt, man hat einfach irgendwie am 6. Januar 80 die Zeit festgelegt, das ist Beginn der GPS-Zeit, ab da laufen wir los. Und von daher hat die halt einen konstanten Offset zur TAI und zur UTC läuft sie sowieso weg. Ich meine, 18 Sekunden kann ja mal wichtig sein. Also wenn ihr irgendwas codet, überlegt euch, aus welcher Quelle ihr eure Zeit nehmt und wo ihr sie definiert. Ja, ja. Die kann also auch ganz amtlich 18 Sekunden abweichen. Das kann ja mal wichtig werden. Und Galileo hat sich ganz einfach gemacht, ne? Wieso? Wir benutzen einfach die GPS-Zeit. Ach so, ja. Gut, hat man das Problem. Also das europäische System nutzt einfach die GPS-Zeit und Ruhe ist. So, dann haben wir also sehr, sehr genau gehende Uhren, allerdings verschiedene Protokolle und die Sache mit der Relativitätstheorie stimmt wirklich. Was ja auch heißt, dass auf diesem Planeten die Zeit durchaus nicht überall gleichmäßig schnell läuft. Nee, tut sie auch nicht, ne? Das ist auf Meereshöhe so, bei Normalbedingungen. Genau. Weil die Schwerkraft ja bekanntlich am Pol etwas höher ist als am Äquator. Ja, ja. Das, also
also das hatten wir auch schon mal in einem deutschen Gesetz festgeschrieben. Stimmt, früher, ich erinnere mich an die Ansagen der Deutschen Welle. Es ist 2 Uhr gesetzlicher Zeit, wir bringen die Nachrichten. Ja, ja. Das ist leider nicht mehr so. Das schöne deutsche Zeitgesetz ist nicht mehr da. Mhm. Genau, das Zeitgesetz gibt es tatsächlich nicht mehr. Das ist abgelöst worden. Aber das Zeitgesetz wurde eingeführt, um mal die Zeit zu vereinheitlichen. Mhm. Und es wurde aktualisiert, als man auf UTC umgestellt hat. Mhm. Und es hatte dann so diese kuriosen Passagen wie, ich weiß jetzt das Datum nicht ganz genau, aber so sinngemäß, der 31.12., ich glaube 72, folgt auf den 31.12.71, 23.59, 59,96 oder so. Mhm. Und weiter unten in dem Gesetz stand auch, naja, diese UTC gilt bitte auf Meereshöhe bei Normalbedingungen und ja, am besten, dass da das die Physiker machen. Mhm. Genau. Ja, aber man hat tatsächlich das Problem, und das ist ja bei Netzwerkprotokollen auch nicht so ganz unrelevant, dass sehr, sehr, sehr genau gehende Uhren je nach Ort verschieden schnell gehen. Das ist das liegt an Relativismus. Ja, also, das kann man ausprobieren. Ne? So, es gibt so von HP so 19 Zoll Atomuhren. Die kann man auch tagelang wunderbar über Autobatterien betreiben. Wenn man da eine irgendwie mal an der Nordseeküste stehen lässt für ein Wochenende und mit der anderen auf die Zugspitze fährt und die danach vergleicht, hat man danach einen Gangfehler in den beiden, also einen Unterschied zwischen den beiden Uhren, keinen Gangfehler. Genau, weil Schwerkraftänderung und damit Änderung der Zeitgeschwindigkeit. Mhm. Also die eine ist stärker beschleunigt als die andere. Genau. Ja. Hm. So ist das. So, also genau, das mit Zeit und Raum ist tatsächlich komplizierter, als man so denkt. Ja, wir haben noch ein paar schöne Beispiele, ne? So Darwin 1999 oder auch noch nicht. Ja, doch, da Zeitzonen. Wir können erstmal Zeitzonen. Absolut großartig. Zeitzonen sind doch immer die Pest des Programmierers. Ne, da haben die sich 1884 oder was zusammengesetzt und haben mal halt diese Zeitzonen ausklammert. Ja. So alle 15 Grad eine Zeitzone. Es ist seitdem nicht besser geworden. Nee, es ist seitdem schlimmer geworden, weil also man kennt ja noch so, also wenn man so mal auf die Weltkarte guckt und sich Zeitzonen anguckt, ne, dann haben wir so Europa, was eh schon eine unangenehm große Zeitzone ist. Also ne, die mitteleuropäische Sommerzeit ist ziemlich breit. Dann gibt es auch so ganz schmale, die fast gar nicht da sind auf einigen Breitengraden. Ja, ja, dann gibt es so ganz so welche, die fast wegfransen. Mhm. Und dann gibt es so Sachen wie China. Hi. China hat eine einzige Zeitzone. Mhm. Erstreckt sich eigentlich über 5, glaube ich, so, wenn man es geografisch nimmt, ne, und so mal am Standardmodell betrachtet. Das wären dann so 75 Grad Länge, ja. Ja, irgend sowas. Mhm. Also sie laufen auch sinnvollerweise auf Pekinger Zeit. Peking liegt relativ weit im Osten, vergleichsweise, ne, also ist auch noch ein Stück weiter, China geht noch deutlich weiter nach Osten, aber so in Gesamtlage liegt es eher im Osten von China. Mhm. Und so zwischen Peking und der chinesischen Westgrenze ist so die Entfernung London-New York. Mhm. Aber man hat halt eine Zeitzone. Also man müsste eigentlich so 5 Stunden Minus haben, hat man aber nicht. Ja, ja. Ne? Also das heißt, für den Chinesen ist das Erlebnis der Lokalzeit überhaupt nicht mehr relevant. Der lebt diesbezüglich wirklich nach Pekinger Zeit und es ist völlig egal, wenn morgens beim Aufstehen die Uhr 3 Uhr zeigt oder so. Ja. Also wir haben ja immerhin hier noch den Wunsch, daher ja diese ganze Geschichte Sommer-Winterzeit, dass irgendwie unsere Ortszeit und die offiziell gemessene Zeit irgendwie übereinstimmen mögen, in dem Sinne, dass mittags um 12 tatsächlich so ungefähr der Sonnenmittag sein möge. Das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so. Da ist Zeit eine absolut abstrakte Einrichtung, etwa für den russischen Eisenbahnbeschäftigten oder für den durchschnittlichen Chinesen, der überall an öffentlichen Uhren und so die Pekinger Zeit sieht. Ja. Auch wenn er 5 Stunden hinterher ist, geografisch. Indien hat auch nur eine Zeitzone. Indien hat auch nur eine. Hat damit aber kein Problem. Indien ist tatsächlich gar nicht so breit. Ja, stimmt, das geht einigermaßen. Ja, also die sind so im Wesentlichen, die sind nicht schlimmer als in Europa. Europa geht gerade noch so, weil man die Zeitumstellung Sommer-Winter hat. Wenn man die nicht mehr hat, wird es schmaler werden müssen. Aber das begreifen ja so Bürokraten nicht. Ah, schwierig immer. Der einzige Politiker, der auf meinen Tweet hin das sofort begriffen hat, war vom Beruf Physiker. Ja, nun. Hätte auch selber drauf kommen können. Hätte, genau. Hat aber nicht. Ja. Und dann gibt es ja auch noch so Länder, die meinen so, ja, ganze Stundendifferenzen sind auch eher langweilig. Also es gibt durchaus Länder, die haben so eine halbe Stunde
Ja, genau. Australien ist da so ein bisschen Weltmeister drin. Hast du das Bild noch von Australien? Muss ich gerade mal kurz. Absolut also, großartig. Ja. Haben tue ich das auf jeden Fall. Ich muss nur gerade gucken, Australien, ob die Schnille. Ja, okay. Probier mal kurz. Also die Australier haben auch einen relativ großen Kontinent, haben überlegt, nur eine Zeit haben ist vielleicht nicht so gut. Sonne brennt hier sowieso immer. Man will vielleicht wissen, wann sie auf- und untergeht und das nach einer einheitlichen Zeit gemessen. Ja, genau, da war's. Gib doch das einfach mal auf den, so, auf den Schirm. Dem irgendwie. Ja. Ne? Also, ja, man kann es bei den Bienen mal ein bisschen schwer lesen. Aber also, wenn es der Länge nach eingeteilt wäre, wäre es ja gut. Aber sie nein, haben auch nein. So Quersachen. Also, es ist, ne, und Sommer, also, manche, ja. Sie kommen damit irgendwie klar, ist okay. Ne? Das liegt, glaube ich, auch daran, dass da in der Mitte kein Mensch wohnt. Ja, das ist ja auch weiter, ja, eben, ne, die meisten Leute leben da irgendwie in den Bereichen plus 8 und plus 10. Ja, und ansonsten Süden, ja. Süden, Norden und dazwischen ist nichts. Ja. Ja. Naja. Da sieht man, Zeit ist eine politische und eine Gewohnheitssache. Diese ganze infektierte, emotionale Diskussion um Zeitzonen, Sommer, Winterzeit und sowas, alles ist in so hohem Maße irrational, das ist noch viel schlimmer als Netzwerkprotokoll eigentlich. Ja. Und dann, ja, dann gibt es noch so Länder, ne, die meinen so auch mit halben Stunden, das ist viel zu einfach. Hm. Irgendwie die Chatham Islands, die UTC plus 12 Stunden 45 Minuten benutzen. Lass dich auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Und Nepal, die haben plus 5 Stunden 45. Ja, aber ich meine, plus mehr als 12 Stunden ist ja ohnehin schon. Ja, genau, das ist eh schon, aber das ist wieder so, ne, man möchte halt noch zu den anderen gehören und macht da so eine Beule in die Datumsgrenze. Genau. Es gibt übrigens kein Land, was plus irgendwas 15 Minuten hat. Also plus irgendwas 45 Minuten gibt es, aber nicht plus 15. Kann man ja da können Leute noch kreativ werden. Wir könnten unsere eine Chaoszeit einführen. Oh, bitte nicht. Wieso nicht? Also so, ja, UTC oder so, damit kommt man klar, aber... Bordzeit. Ja, übrigens, ne, das haben wir völlig übersprungen. Andere Zeiten einführen ist überhaupt keine gute Idee. Doch, naja, kommt doch an für wen. Ja, genau. Also die Sache, man hat schon mal versucht, die Sache zu metrisieren. Im Prinzip merkt man ja auch, ist Zeit und so, es hat so ein bisschen was von Imperial Measure, ne? Nicht ganz so schlimm, ja, also, aber... Also eins muss man sagen, ne, dieses einheitliche... diese einheitlichen Maßsysteme, die wir haben, Meter, Kilogramm und so, und dass die relativ weite Verbreitung haben, das ist ja ein Überbleibsel der Französischen Revolution. Mhm. In der Französischen Revolution kam nämlich die Idee auf, man müsste das mal alles vereinheitlichen. Hat man auch. Also das mit dem Meter ist geblieben, nur das mit der Stunde hat sich nicht durchgesetzt. Genau, ne? Also sie hatten das nämlich auch für die Zeit versucht, das zu vereinheitlichen. Mhm. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das richtige Bild finde. Genau, das da. Das ist nämlich eine Taschenuhr aus der Französischen Revolution. Lasst es auf euch wirken. Eigentlich ist das besser, aber das hat sich nicht durchgesetzt, verdammt. Ja, also ne, so für die Podcast-Hörer ist es eine Uhr mit einer Skala von, naja, also eine normale Uhr, 10. aber nur bis 10. Oben steht eine 10. Genau, und der Sekundenzeiger geht bis 100. Genau, steht oben eine 100, unten eine 50, ja. Links eine 75, rechts eine 25. Genau. Damit ist das eigentlich beschrieben. Hey, hier kommen Meldungen aus dem Klassenraum. Ja. Genau, das ist eine gute Frage. Es ist ein 10-Stunden-Tag. Genau, es ist ein 10-Stunden-Tag. Eine Stunde a 100 Minuten, eine Minute a 100 Sekunden. Mhm. Das ist übrigens interessant. Ne? Eigentlich müssten wir ja Zifferblätter haben, wo oben eine 0 oder eine 24 steht und unten eine 12. Das ist aber nur in Russland verbreitet. Der Rest der Welt macht das nicht. Ah ja, ja. Okay. Ich habe so eine russische Armbanduhr, die so funktioniert. Na, also diese Zeit wurde per Dekret am 24. November 1793 eingeführt in Frankreich. Mhm. Verpflichtend ab dem 22. Dezember 94. Mhm. Und wir müssen uns noch mal kurz so diese zeitlichen Umstände damals vor Augen halten. Das ist es war damals französische Revolution. Genau, Peak Revolution. Es war echt lebensgefährlich, irgendwie gegen die Regeln des Revolutionsrats zu Also so jeder zweite Marktplatz hatte eine Guillotine. Und die war auch jeden Tag auch benutzt. Gut in Betrieb. Genau, Leuten, die irgendwie Blödsinn erzählten, wurde das Wort abgeschnitten. Ja. Also ne, noch mal verpflichtend ab 22. September 94. Mhm. Kam bei der Bevölkerung tatsächlich mega gut an, so dass sie am 7. April 95 abgeschafft wurde. Aber das ist nicht der Rekord in schnellen Änderungen der Zeitmesssysteme. Nein. Da kommen wir später noch zu. Das kriegen ist, wir das noch? Ja, das aber vergiss es nicht. Nein, das packe ich es ans gibt Ende. So viel schöne Zeitfnords. Obwohl, die können wir hier auch zwischen reinpacken. Ja, ne? Machen wir mal. Los, erzähl mal. Also manchmal fällt Leuten nämlich kurzfristig ein, dass das Mist ist. Ja, was ja. Tun. Also Libyen hat bis Ende letzten Jahres den Weltrekord gehalten in wir schaffen mal Zeitzonen ab oder schaffen den Wechsel von Sommerzeit auf Winterzeit ab. Mhm. Die haben mit 2 Wochen Vorlauf entschieden, dass sie auf der Sommerzeit bleiben.
Also zwei Wochen könnt ihr euch alle vorstellen, ne? Das kriegt man nicht in alle Systeme reingehackt und alles durchgepatcht, das geht halt nicht. Aber dann kam es besser. Dann kam es besser. Ne? Also, so, also ich meine, der Ansporn war gut, die Messlatte lag hoch. Dann kam Marokko. Sie haben am Freitagnachmittag entschieden, auf der Sommerzeit zu bleiben. Und am Sonntagnacht um 3 Uhr hätten sie auf Winterzeit umschalten sollen. Also das hat halt wirklich keiner mehr hingekriegt. Ne? Das war hat 1A funktioniert. Ja. Ja, ja, nein, das Länder. Aber das nicht so schnell. Genau, es geht um die Kürze, ne? Also diese nicht vorhandene Vorlaufzeit. Es gibt. Ja. Die Türkei hat dreimal die Umstellung der Sommerzeit um einen Tag verzögert. Einmal wegen Lokalwahlen. Ja, okay. Wegen einem ja. Abitur. Ja, ja, aber das ist ja okay. Also hier kam gerade der Einwand im Publikum, dass es die Türkei dreimal irgendwie verzögert hat, um einen Tag mit quasi keinem Vorlauf, um einen Tag zu verzögern. Ne? Dann sind die Uhren mal für einen Tag daneben und so. Aber die haben halt einfach so komplett abgeschafft mit quasi keinem Vorlauf. Ja. Naja, also da sieht man wieder, dass die Politiker nicht unbedingt die Physiker fragen und das haben sie dann davon. Und jeder, der schon mal so irgendwie so ein Computersystem installiert hat, weiß ja auch, so, ne, man muss dann immer auch so Tabellen auswählen, so auf welchem Kontinent bist du, in welchem Land bist du und was ist gerade deine Hauptstadt oder so. Schon wenn man ganz gewöhnliches Ubuntu installiert oder sonst ein Debian-System, wird man das gefragt. Ne? Und dann. Also zum einen sieht man daraus, dass irgendwie die Zeitzone zumindest sich an geografischen Orten wird das nicht sogar lässt. Beim Ubuntu-Installer so schön visualisiert? Man hat so eine Weltkarte. Mit so Zeiteinteilungen, die so völlig krumm und schief sind. Ja, die haben da so eine Karte irgendwie drin, von den Zeitzonen. Und dann kann man angeben, ich wohne in Berlin. Genau, und dann kann man so auswählen, so ich wohne in Europa, ich wohne in Deutschland. Und dann denkt man eigentlich so, dann sollte da jetzt Berlin kommen als Hauptstadt und dann ist Schluss. Ist aber nicht so. Da kommt dann immer noch dieses Büsingen hinten dran. Genau. Deutschland, Berlin, Deutschland, Büsingen. Ist gar nicht weit weg von hier, ne? Und naja, es ist noch ein Stück, aber ja. So irgendwie so, Richtung Bodensee. Na, also wir hatten ja hier vorhin, warte mal, ich kann ja hier gerade nochmal. Die Bodenseekarte, da rausholen. Und unten rausholen. Links ist dann Da. So unten links da irgendwie ist irgendwo Büsingen. Büsingen liegt also in der Schweiz, ist aber ein Stück Deutschland. Ja, also Deutschland gönnt sich da irgendwie eine Exklave in der Schweiz. Ist völlig skurril, weil sie benutzen, glaube ich, den Schweizer Franc dort. Gesetzliche Währung ist aber der Euro. Wie das mit Steuern funktioniert, ist mir völlig unklar. Und sie haben ein eigenes deutsches Kennzeichen, BUS. Ja, ja. Also es ist kompliziert. Genau. Und da gilt ja unter Umständen eine andere Zeit. Ja, genau. Und die haben tatsächlich eine eigene Zeitzone in dieser Zeitzonendatenbank TZ Data, weil die historisch zu einem anderen Zeitpunkt von Sommer- auf Winterzeit gewechselt haben, weil die nämlich lange, lange der Züricher Zeit gefolgt sind. Genau. Also sie hatten schon die gleiche Zeitzone, nur bei der Zeitumstellung hatten sie ein anderes Datum. Das kann die Sache ja unfassbar verkomplizieren. Ja, ja, genau. Auch die Änderung dieses Datums übrigens weicht durchaus mal ab in irgendwelchen Tabellen. Oh ja, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Das oder ist fast wie in der Schweiz immer so. Standardantwort 1, das ist in jedem Land unterschiedlich. Ja. Das ist auch, und es gibt halt eine Zeitzone auf der Welt, die nicht geografisch bestimmt ist. Ah, auch sehr gut. Ja, das ist nicht gut. Das ist ein Riesenproblem. Also A, für die Menschen in dem Gebiet, B, weil die Umstände nicht so erfreulich sind. Es geht ums Westjordanland. Ah, Israel-Palästina. Genau, ja. Die palästinensische Bevölkerung folgt einer anderen Zeitzone als die israelische. Also im Wesentlichen haben sie die gleiche Zeitzone, sie wechseln aber an unterschiedlichen Daten von Sommerzeit auf Winterzeit. Und das führt zu Problemen. Und das bringt uns doch direkt zu dem Darwin Award 1999. Das ist sowas Ähnliches wie das Zugunglück von vorhin. Nur anders. Da wollte jemand einen Anschlag verüben mit einer Zeitbombe, war sich aber nicht so ganz sicher mit diesen Zeitzonen und wurde dann unfreiwillig zum Selbstmordattentäter. Hat sich halt ein Umstellungsdatum vertan und explodiert eine Stunde vorher. Das war der Darwin Award 1999. Also so viel zum Thema, ich programmiere eine Zeitbombe. Ja. Geht auch so. Also ne, so mit Zeitberechnung und so, ne? Also und Zeitumstellungen und diesen Zeitzonen, ne? Also wer jetzt auf die Idee kommt, haha, das wäre eine total gute Idee, ich baue mir da was Eigenes, lass das. Genau. Es gibt dieses Projekt TZ Data, das ist irgendwie Open Source. Benutzt es
Und ich erlebe das immer, habe das auch schon immer mal wieder erlebt, dass Leute irgendwie so sagen, so irgendwie so, und ihren Azubis sagen so, ja, hier, schreibt doch mal irgendwas, was ausrechnet, wie viele Tage oder wie viele Sekunden dazwischen liegen. So, nee, lass das. Bring den bei TZData zu benutzen. Ja, das ist im Zweifel eine coole Fingerübung, aber nein, bring ihn bei TZData zu benutzen. Alles andere führt zu alternativen Kalendersystemen kommen wir übrigens nicht. Für alle Discordianer benutzt D-Date, das ist ein anderer Podcast. Ja. Ja. Ja, aber immerhin, 10-Stunden-Tag, 100 Sekunden pro Minute. Genau, gab's auch schon also mal. Das größte Problem war wahrscheinlich, dass eine Woche auch 10 Tage hatte, bei einem Sonntag. Ich glaube, das war der Hauptgrund, warum das nicht so bei der Bevölkerung Ärger mit kam. Der Gewerkschaft wahrscheinlich. Ja. Gab später nochmal, nicht? Der russische Revolutionskalender. Ja, da haben sie den nochmal versucht einzuführen. Und damals bei Genossen Stalin gab es ja noch effiziente Methoden der Mitarbeitermotivation. Hat aber auch nicht funktioniert. Nee, selbst da nicht. Also irgendwie schwieriges politisches Problem. Also ne, so diese Zeit anzufassen oder irgendwie, also Swatch hat das doch auch nochmal versucht, so halbherzig mit den Beats da. Ja, genau. Ja, das Beats. Hat ja auch nicht funktioniert. Nein, nein. Aber wir könnten eine Chaoszeit. Das wäre wirklich eine Idee. Das ist bestimmt genauso langlebig wie die Bordwährung der Seabase. Naja. Vielleicht hat jemand ja einen Vorschlag unter unseren Hörern. Gut, das kommt jetzt. Ich wollte eigentlich nur auf meine Notizen zurück. Du hast aber deinen Desktop gewechselt. Ich habe das Bild weg. Ist ja auch Brauchen wir eh nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, gut. Also man kann das auch anders einteilen, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Wir leben also nach einem Zeitsystem, was historisch gewachsen ist, irgendwie 12 mal 2 mal 3. Warum, weiß man nicht, ist so. Ist so, haben wir jetzt so. Haben wir schon immer so gemacht. Wird wahrscheinlich auch so bald nicht mehr weggehen. Nee, könnte jeder kommen. Ja. Also nachdem wir das jetzt auch erfolgreich auf den Mars exportiert haben, schon, glaube ich, werden auch die uns verfluchen irgendwann. Das geht nicht mehr weg. Achso, ich glaube, die wollte zurück zum Mars, hatten wir vorhin völlig vergessen. Mhm. Ne, wir hatten von der Ares Standard Heim und dann hat man nämlich festgestellt, auch der Mars eiert wie die Erde. Also genau. Man bräuchte eigentlich sowas wie die UTC für den Mars. Naja, kein Problem, man hat die MTC. Es gibt also eine Mars Time Coordinated MTC. Wenn ihr mal was Neues wollt bei Zeitangaben, was nicht in jedem Protokoll so einfach drinsteht. Also ne, hat man die gleichen Fnords. Wie lang ist so ein Mars-Tag eigentlich? 25 Stunden. Super. So Pi mal Daumen. Ne? Also 24 Erdenstunden. Also ein Mars-Tag ist natürlich 24 Stunden. Mars-Stunden lang. Ja, ja. Und das sind 25 Erdenstunden. Super. Ja, aber ein Mars-Tag wäre ein Sol. Ah, okay. Die ersten Schichten, die in den Kontrollzentren von Opportunity oder Curiosity, ich weiß es immer nicht, ich verwechsel die beiden ständig. Ja, macht ja nichts. Die haben am Anfang auch einfach gesagt so, naja, es ist praktischer, wenn wir unsere Schichten nach dem Mars-Tag koordinieren. Und die haben dann hardcore angefangen, in so einem 25-Stunden-Tag zu leben. Ging schief. Ja. War also, auf Dauer nicht so erfolgreich. Also hinkünftige Probleme des Zeitzonendramas. Also kann auch keiner sagen, wussten wir nicht, wurde alles schon mal durchgespielt. Wurde hiermit Podcast dokumentiert, schon am Beginn des 21. Jahrhunderts abschließend festgestellt. Ja, und das wurde vor allen Dingen auch schon halt ne, komplett durchgespielt. So. Mhm. Es ist, ja, ja, ja. Da erinnere ich mich aber an so biologische Experimente, wo man Leute so in dunkle Bunker sperrt und ihnen keine Uhr mitgibt. Da ergibt sich witzigerweise so ein 25-Stunden-Tag und kein 24-Stunden-Tag. Also unsere innere Uhr ist wahrscheinlich vom Mars. Ja. Da haben wir es wieder, das ist kein Zufall. Das ist Marsianer, also so. Es ist kein Zufall. Genau. Vielleicht hat sich die Erde früher mal langsamer gedreht. Na, wer weiß. Ist auch komisch. Naja, dass die Erde sich langsam immer langsamer dreht, weiß man aber dann. Ja, ach ja, man könnte ja sich auch noch die Frage stellen, ne? Haben wir ja auch so ein bisschen übersehen, bei dieser UT1, warum macht man einfach nicht die Sekunde von der UT1 so passend, dass die nicht so stark wegläuft? Ne? Also man könnte ja einfach die Sekunde so mal, ich sag mal, ne, so ein paar Schwingungen mehr oder weniger von diesem Cäsium-Zeug da und dann hätte man da so eine passende Sekunde. Naja, haben sie gemacht. Eine Sekunde entspricht der durchschnittlichen Sekunde zwischen 1700 und 1920. Also sie haben sich da schon über einen längeren Zeitraum Mühe gegeben, das festzustellen. Sie läuft halt weg. Es ist, ne, also die Erde verlangsamt halt permanent irgendwie. Genau. Also wenn man irgendwelche historischen Kalenderangaben hat, dann kann man sich genau auf den Tag darauf nicht mehr verlassen, wenn das ein paar hundert Jahre sind. Nee, bei historischen Kalendern wird das ganz schwierig, weil da sind ja überall noch Kalenderreformen zwischendrin. Genau, aber Kalender ist ein anderer Podcast. Kalender ist definitiv ein anderes Thema. Kriegen wir später. Don't get me started. Nee. Obwohl es ja auch höchst relevant ist mit den Kalendern. Also wir haben ja genügend Ärger damit eigentlich. Ja. Ja. So ein Timestamp, ne? Ja. Ja. Ja.
Uff, so kam's. So kam's, ja. Und so ist es, dass wir heute irgendwie eine UT1 haben, eine UTC. Achso, ne, die UT, es gibt die UT, die UT1, die UT0, die UT1R. Das ist im Prinzip alles die mittlere Sonnenzeit und das ist mehr oder die astronomische Zeit und mehr oder minder um. Da sind dann so Schwankungen rausgerechnet. Bei der UT1 ist so die mittlere Schwankung um 7 Tage rausgerechnet. Bei anderen ist das dann mehr oder weniger. Mhm. Damit das alles nicht ganz so stark jittert. Genau. Also es geht dann nur um Jitter, was ja in Netzwerken auch mal wichtig sein kann. Und was so Leute, ne? Und also eigentlich, also das muss man sagen, das ist tatsächlich ein bisschen, tatsächlich ein Wunder. Zumindest auf gesetzlicher Ebene. Die UTC ist international. Also mir ist bislang noch, also zumindest kam bislang noch niemand zu mir und hat gesagt, übrigens, in dem Land gilt sie nicht. Bis auf, dass dann doch jemand kam und sagte, in dem Land gilt sie de jure nicht, aber de facto schon. Ja, nämlich in Dänemark. Genau, was Dänemark, haben die Dänen nämlich getan? Dänemark hat vergessen, einfach mal die UTC gesetzlich als Zeit einzuführen. Die haben offiziell aktuell so ein Offset von 0,7 Sekunden oder so. passiert. Ja, genau. Nord der Zeit. Aber nee, tatsächlich ist die UTC tatsächlich international durchgespielt. So wird Zeit, dass wir was Neues anfangen. Ja, also ne, wäre jetzt mal schön, wenn wir das noch so mit Längen mit Entfernungen und Längen und Gewichtsmaßen hinkriegen. Schwerkraft. Ja, das ist ja mit Kräften halt vor allen Dingen, ne, dass man die auch mal irgendwie alle in vernünftigen Einheiten angibt und nicht irgendwie so komischen Pfund per Square Inches oder so. Ja, Pound per Pennyweight. Ja, diese imperialen und angloamerikanischen Maßsysteme könnten mal weg. Genau. Gut, die NASA hat sie abgeschafft, ne? Also die haben ja mal so eine Sonde auch in den Mars gerammt mit Anlauf. Nicht nur wegen Microsoft, sondern auch wegen Metric. Ja, das eine Team hat halt metrisch gerechnet, das andere mit imperialen Einheiten. Sie haben vergessen umzurechnen. Dann war die Oberfläche näher, als sie dachten. Und auf dem Mars gibt es ja sowieso dieses in der Raumfahrt recht bekannte Phänomen des Lithobreakings. Also normalerweise versucht man ja Aerobreaking in der Atmosphäre. Wenn man das vergisst, macht man halt Lithobreaking. Tja. Auch sehr schön. Nee, jetzt weiß ich gar nicht gerade, wie weit wir hier in der Zeit sind. Und also wir sind schon beim Mars und so und wir haben übrigens auch schon knappe 1,5 Stunden gepodcastet hier. Ich überlege mich gerade, ob mir noch irgend so was Richtiges einfällt, was wir so grundsätzlich vergessen haben. Was wir grundsätzlich vergessen haben, ne, es geht eigentlich. Also weiter als zu dem Netzwerkprotokoll FNORD sind wir ja technisch nicht gekommen. Ja. Also, die Atomuhr haben wir abgefeiert. Ja. So. Also ja, ne, also vielleicht für die, um nochmal so ein Gefühl zu kriegen, auf wie, also die Zeit ist mit die Einheit, die wir am präzisesten darstellen können. So die aktuelle Generation an Atomuhren, die aktuell verwendet werden, ist so irgendwie bei 10 hoch minus 15 Sekunden signifikanten Stellen. Ne? Also das heißt, die sind irgendwie bei, das ist, beim Gewicht sind wir irgendwie bei 10 hoch minus 8. So als, was wir da an Signifikanz haben. Also Zeit als Menschheit können wir eigentlich. Ja, na, wir müssen uns kulturell immer noch dran gewöhnen, dass wir das Phänomen der Ortszeit, der erlebten Zeit haben, das hier und jetzt, wo wir drin leben, und die normierte, gemessene Zeit, die ganz anderen Zwecken dient, was anderes ist. Wenn man das immer auseinanderhält, dann ist man nicht. Oh, da fällt mir noch was ein. Ja. Und zwar, ihr kennt es ja alle, ne? Man sagt so, ja, wann kommst du? 12 Uhr. Oder im Englischen, ja, 12 o'clock. 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 Oder Uhr. Dieses explizite hinterher. Mhm. Aber man kann auch sagen, ich komme um 12 und lässt dieses Uhr weg. Oder im Englischen halt, ne, lässt man das so Clock weg, das gibt's ja alles. Heute ist das Synonym, das hatte tatsächlich mal eine Bedeutung. Das eine war so, naja, die Sonnenzeit so an der Sonnenuhr und das O'Clock war halt wirklich die Uhrzeit, also nicht die Zeit, sondern die Uhrzeit, die von der Uhr kam. Genau, man hat also im Sprachgebrauch genau unterschieden von der Alltagszeit, die sich nach Sonnenstand richtet, und der gemessenen genormten Zeit. Weil die konnte ja durchaus so ein paar Minuten anders sein. Ganzes Stück auseinandergelaufen. Darum O'Clock, wie es auf der Uhr steht. Da haben wir es wieder. Genau. Nicht nur AM, PM, sondern auch O'Clock. So, das haben wir vergessen. Haben wir noch was vergessen? Nö. Eigentlich haben wir es ja auch erschöpfend einigermaßen durch, oder? Ja, ne?
Ja. Ja, ein Augenblick, ein Wimpernschlag. 1000 Jahre sind ein Tag. Ja. Ja. So kam das, so dass es ist, wie es ist. Es ist unbefriedigend, aber ihr habt gemerkt, alle Versuche, es besser zu machen, sind bisher kläglich gescheitert. Ja. Ich weiß gar nicht, ob's so, so schlecht ist, das System. Ne? Es ist irgendwie so seit dieser 24-Stunden-Tag, den haben wir so seit 3.500, 4.000 Jahren. So, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, das so zu haben. Und irgendwie, es hat sich ja über lange, lange, lange Zeit gehalten. Also viele andere Quatsch, den man ja so historisch mal eingeführt hat, den hat man ja wieder abgeschafft, weil er nicht so praktikabel war. Das ist natürlich eigentlich das sehr britische Argument. Wir machen das seit 1700 noch was so. Ist ja dort ein gültiges Argument. Ja, ja. In Deutschland geht das irgendwie nicht. Ja gut, ne? Also ich meine, seit 1700, da gab es halt Deutschland in der Form noch nicht. Ja, zum Beispiel. Das ist dann eindeutig ein Vorteil von so Nationen, die älter sind. Aber es kann halt keine Nation sagen, irgendwie, wir machen das seit 3.500 Jahren so. Och, die Ägypter würden das wahrscheinlich tun. Ja, vielleicht. Aber also ich würde noch sagen, Japan kommt nah ran. Aber ansonsten, ne, wird es da dünn. In Europa wäre dann Dänemark nah dran. Die kriegen es ja gerade nicht ganz genau hin. Ist aber auch wieder schön, denen ist es einfach egal. Ja. Ja. Gut. Soweit haben wir es. Also die Sendung zum Kalender kommt dann später. Die steht auf der Bucketlist. Wenn ihr da irgendwie Tipps, Wünsche, Kommentare, Podcast, Gastwünsche oder ähnliches habt, dann bitte hörerpost@damals-tm-podcast.de. Dann machen wir jetzt einen Punkt dran. Würde ich sagen. Ja, Telegnom, vielen Dank für deinen historischen Beitrag zu damals TM. Sendung weiterhin so möglichst immer zum Monatswechsel mal gucken. Bleibt uns gewogen, schickt uns Feedback an eben genannte Adresse. Umschläge, über die man nicht sprechen darf, an die im Impressum genannte Snail-Mail-Adresse und dann bis zur nächsten Sendung. Ne? Publikum, vielen herzlichen Dank für die Unterhaltung hier. So.